Hier moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Nun gibt es Teil 2 und ich hoffe inständig, dass meine Pumpe dabei nicht so belastet wird wie bei Teil 1 von Reinis Video, was ich gestern Abend noch aufgenommen habe. Dieses Video hier nehme ich Samstagmorgen auf und ich habe es mir auch noch nicht angeschaut. Ich schaue es also auch zum ersten Mal. Wir schauen es wieder beim Influencer, der kein Mensch mehr ist, der auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Also Rainer, dann erzähl uns mal, was du Schönes zu sagen hast. Dafür holen wir uns ein anderes Thema her, und zwar Gronkh. Ach Gott, ich habe es irgendwie vermutet, dass es nun um die ganzen anderen YouTuber geht, die einfach nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten. Naja, schauen wir mal weiter. Aber Moment, eine Sache wollte ich noch einmal gerade ansprechen zum letzten Video. Er meinte ja, dass er nicht von Madeira gesprochen hat und dann hat er ja so getan, als ob die Sprachbarriere ja nicht existieren würde und hat dann irgendwas mit Ibiza nochmal verglichen. Da ist mir das noch gestern in den Sinn gekommen. Kann es möglicherweise sein, dass Rainer Madeira mit Mallorca verwechselt? Denk mal drüber nach. Das wäre natürlich auch wirklich noch geiler, wenn er gar nicht weiß, wo er genau ist, weil er denkt, er geht da mal gleich zum Bierkönig in Palma und wundert sich dann, dass er auf einer ganz anderen Insel im Atlantik ist. Ah, herrlicher Gedanke. So, nun aber weiter. Viele meinen, und es ist eine falsche Aussage und eine falsche Urteilung über mich, viele glauben, dass ich Gronkh verehre, dass ich Gronkh bewundere. Na, da brauchst du auch nichts erzählen, Rainer. Jeder weiß, dass Gronkh dein Vorbild war und du genauso werden wolltest wie er, ihn früher immer auch geschaut hast und du nun auch genau weißt, dass du es mit ihm dir eigentlich jetzt nicht verscherzen möchtest. Daher bin ich mir sicher, ich hab's ja noch nicht gesehen, aber das wird nur maximal sehr zurückhaltende Kritik an Gronkh werden, wenn es um ihn geht. Nicht so wie im vorherigen Video bei Unge oder so, dass Rainer sich wieder in Rage redet. Das ist falsch. Das war auch von Anfang an falsch. Ich würde sagen, ich habe Respekt vor ihm, wobei ich dazu sagen muss, hatte. Egal welcher Mist um ihn herum passiert ist, ob der Lord Abaddon-Skandal, ob die ganzen Sachen, die zwischen diesen ganzen Jahren waren, Ducky B und. Er hat hin und wieder mal Äußerungen dazu getätigt, was seine Meinung betrifft. Das ist alles okay. Ich erinnere mich an Minecraft-Videos, wo er, ich glaube, über Ducky B mal gesprochen hat oder über andere YouTuber, da hat er mal nur angesprochen. Er hat darüber gesprochen und hat seine Meinung geäußert. Was er bei mir gemacht hat, und zwar, ich werde mal schauen, ob ich die Links rausfinde. Ich muss mal die Links rausfinden und ich werde schauen, dass ich die euch mit Zeitstempel unten in die Videobeschreibung packe. Ich suche nicht alle raus, ich suche mir nur zwei raus, die ich jetzt im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich habe auch irgendwann einmal mitgekriegt, weil ich ihn irgendwann deabonniert hatte, weil mir das zu blöd wurde. Das Witzige ist, ich habe mich lange darüber gefreut auch noch. Ich weiß drei Spiele jetzt spontan. Das eine weiß ich nicht, wie es heißt. Das ist irgendwie so ein Feuerlöscher-Simulator-Spiel mit drei Leuten. Das war einmal mit Currywurst, mit Pandoria, was seine Freundin oder seine Frau ist, und mit dem guten Tobinator. Rainer, machst du nun hier Werbung für Gronkhs Video oder kommst du noch zu dem Punkt, den du eigentlich machen wolltest? Aber bisher habe ich recht, die Kritik fällt doch recht milde aus, wenn es um Gronkh geht. Und das muss ich dazu natürlich sagen, auch zu Recht. Egal welcher YouTuber, alle äußern sich sachlich zu dem Thema zu dir und keiner sagt irgendwas Falsches oder Beleidigendes. Du fasst halt normale Kritik nur immer als irgendwas extrem Verletzendes auf, warum du auch dieses Video jetzt hier machst. Sogar Axel war in seinen Kommentaren zu dir meist immer sachlicher als du in den Kommentaren über ihn. Und zu Tobinator sage ich dann auch noch einen Satz. Was ich interessant fand, ist, dass er halt bei anderen YouTubern hat er halt lediglich seine Meinung geäußert. Bei mir hat er Seitenhiebe verteilt. Und zwar nicht wenige und auch nicht coole. Er kommt her und läuft beim Spiel so aus der Halle heraus irgendwie. Da haben die irgendwie so eine Hütte und so einen Feuerwagen. Und er läuft jetzt im Feuerwagen, wo die anderen schon rumstehen. Es sind alle im Discord und unterhalten sich. Und dann sagt er so, hey, hört mal zu. Stellt sich hin, schauen ihn alle an. Heute Abend Posterverkauf bei mir auf dem Hof. Sorry, voll der Seitenhieb gegen mich. Also das muss ich mal ansprechen. Erstmal, ich habe Gronkh kaum geschaut. Bin ich ganz ehrlich, aber seine Art ist schon okay. Ich könnte so nur nichts Negatives über den sagen.
Du, Rainer, bist aber eine Person des öffentlichen Lebens, die nicht nur Let's Plays macht, wie andere YouTuber, sondern sein ganzes Leben ins Internet stellen. Dass es dann Situationen gibt, die von allen aufgegriffen werden, ist ganz normal. Das ist deine Entscheidung, einen Posterverkauf zu machen und den anzukündigen in Videos, damit du Geld verdienst. Das kannst du natürlich machen, da hast du auch recht zu, aber dann sei halt nicht beleidigt, wenn andere das auffassen und sich darüber lustig machen in so Szenen, wo es dann wahrscheinlich gepasst hat. Wie gesagt, ich kenne diese Szene nicht, bezweifle sowieso erstmal, dass es so war, wie Rainer hier beschrieben hat. Aber selbst wenn, dann ist das halt normal. Dass du sowas als Beleidigung oder krasse Kritik auf deine Kosten empfindest, zeigt einmal mehr, dass du mit deiner Einstellung nicht in den öffentlichen Raum gehörst. Du bist in der Öffentlichkeit einfach krass fehl am Platz. Dann muss man sagen, die Posterverkäufe waren natürlich auch mehr als lächerlich. Dass du mit 50 Abonnenten meinst, Posterverkäufe machen zu müssen, ist halt bei jedem bekannt und alle sehen das als lächerliches Verhalten an. Du darfst es trotzdem machen, keine Frage. Aber dann wundere dich nicht, wenn du dafür auch kritisiert wirst. Da sind wir wieder bei dem üblichen Thema, dass Rainer keine Kritik oder Sticheleien vertragen kann. Der übliche Ablauf wäre dann, dass man sich hinterfragt und sagt, war das vielleicht eine idiotische Aktion von mir, weil andere das aufgreifen und ein bisschen sticheln? Kann es sein, dass man das hätte bleiben lassen sollen? Das wäre der richtige Schritt für dich, Rainer. Nicht dieses, Gronkh hat meinen Respekt verloren, weil er das Wort Posterverkauf in den Mund genommen hat. Das zeigt, wie gesagt, nur wie dünnhäutig du bist und genau das wissen auch alle Hatern, die den Tanzbär damals haben tanzen lassen wollen. Ja, das war zu der Zeitpunkt, wo ich den Posterverkauf gemacht habe. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe den Posterverkauf damals gemacht, weil ich keine YouTube-Videos machen konnte zu dem Zeitpunkt. Weil ich Hater bei mir vor der Tür hatte, weil ich Iblali im Ohr hatte. Ja? Nicht, dass er mir jetzt mit ihm geredet hätte, sondern es war so, Iblali hat in einem Video gesagt gehabt, dass ich doch mal zeigen soll, oder dass ich doch hätte mit denen eine Bratwurst, ausgerechnet eine Bratwurst vor allem, ne? Da war mal ein Hater-Video, da gab es Leute, die haben gerade gegrillt, die wollten mir auf den Sack gehen und haben mich genervt und haben gesagt, ja, und haben mich dabei gefilmt, so die ganze Zeit, waren schon stundenlang bei mir vorher vor der Haustür gestanden, ja, komm doch mal, wir grillen jetzt da, kannst du Bratwurst mit essen, bla, what? Und dann sagt ein Blali zu mir, oder über mich im Livestream, nicht zu mir, sondern im Livestream über mich, ja, hätte halt eine Bratwurst mitgegessen. Ja, natürlich, Rainer, das sagen dir alle seit Jahren. Wenn du einfach dich da locker hättest mit hingestellt, ein Bierchen mit Leuten getrunken hättest, die dich mal sehen wollten, und du hättest dich da nicht provozieren lassen durch irgendeinen Blödsinn, wäre das alles anders gekommen. Dein Verhalten ist das, was alles immer wieder anstachelt. Und da hat Iblali natürlich vollkommen recht. Für dieses Statement muss man ganz klar sagen, danke Iblali. Es hätte einen anderen Eindruck gemacht. Dass ich schon mal einen ganzen Tag lang mit Hatern, auch wenn ich damals nicht wusste, dass es welche sind, gegrillt habe, wusste er nicht, weil er mit mir nie geredet hat. Nochmal, Rainer, dein Verhalten ist es, was dazu führt, dass es damals immer weiter eskaliert ist. Du hättest Kritik einfach mal akzeptieren sollen, daraus lernen sollen, locker mit den Leuten umgehen sollen und wie gesagt dann auch mal eine Bratwurst essen können mit denen, wenn die da am Feuerwehrhaus grillen wollten. Dass diese Hater schon stundenlang bei mir vor der Haustür standen und Scheiße gebaut haben und Sachen über den Tor geschmissen haben, wusste er ja auch nicht, weil er nie mit mir geredet hat. Dann willst du eine Bratwurst mitessen? Und er sagt halt ja. Ausgerechnet er? Mit einer Bratwurst? Am liebsten würde ich ihm mal Schnitzel ins Gesicht klatschen, wenn ich ihn sehe. Damit untermauerst du meinen Punkt. Kritikunfähig und dann wird beleidigt, anstatt sich zu hinterfragen, was man hätte anders machen können damals. Okay, natürlich mache ich das nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt an der Sache. Ich habe den Posterverkauf damals gemacht, weil ich Geld brauchte. Weil ich mich um meinen Strom kümmern musste. Weil ich aufgrund der Hater, dass ich nicht mehr arbeiten gehen konnte, Stromschulden angehäuft hatte, die dann hergegangen sind und mir einen Stromzähler eingebaut haben. Aber erst nachdem ich ein halbes Jahr lang keinen Strom mehr hatte. Weil es ewig gedauert hat, es durchzuboxen. Habe ich in einem anderen Video ja auch schon mal gesagt. Dieses Märchen, dass die Hater schuld sind, dass er nicht mehr arbeiten gehen kann, ist halt gelogen. Weil er halt schon so oft klargemacht hat, dass er keine Lust auf Arbeiten hat. Er will nur YouTube machen. Es ist nicht so, dass er YouTube machen muss, weil er nicht arbeiten gehen kann. Er könnte.
Damals wurde ihm ja Hilfe von der Staatsanwaltschaft angeboten bezüglich Ausbildungsplatz und Arbeit und so weiter. Und man hätte ja bestimmt eine Regelung finden können, wie du da geschützt werden würdest von Heldern und dass dem Unternehmen oder vielleicht der Behörde kein Schaden zugefügt werden könnte. Das willst du aber nicht. Also erzähl bitte nicht, du müsstest das machen. Du hättest einfach arbeiten gehen können, aber du hast ja keine Lust darauf. Daher kam der Posterverkauf auch zustande. Das ist eine ähnliche Situation wie jetzt, wo du schreibst, dass du dir Schmuddel-Accounts machen musst, um Geld zu verdienen. Das ist Blödsinn. Du kannst arbeiten gehen. Such dir die Hilfe, die dir damals mehrmals angeboten worden ist von staatlicher Seite und die finden zu 100% eine Möglichkeit, für dich arbeiten gehen zu können, ohne dass es Probleme mit Hatern gibt. Zum Beispiel in einer Behörde oder sonst was. Damals wurde dir ja die Ausbildung in Bezug auf Medien vorgeschlagen und angeboten. Die hattest du auch machen können, wenn du nur gewollt hättest. Ach, ich rede mich hier schon wieder in Rage. Wir wissen ja alle, dass dieses Argument nur vorgeschoben ist, damit er seine Faulheit ausleben kann. Und jetzt bin ich der Arsch, weil ich mit den Postern, die ich meinen Zuschauern, die sowieso bei mir vor Haustür standen, angeboten habe, dass ich ihnen Poster verkaufe, mich dafür vernünftig verhalte, mit ihnen noch Fotos und Selfies mache. Also im Prinzip alles, was Gronkh und andere YouTuber schon seit Jahren ohne Probleme machen können, nur ich nicht. Auch wenn es halt bei ihnen nicht vor der Haustür ist, sondern irgendwo auf der Convention. Ja, ist es trotzdem so, dass ich das Problem bin. Hier sieht man auch mal sehr schön wieder diese verquere Logik. Mal ganz davon zu schweigen, dass er sich mit seinen 50 Abos damals mit einem Gronkh vergleicht. Das ist nicht der einzige Seitenhieb gegen mich. Ich habe irgendwann mal PH-Videos angefangen. Ich werde jetzt mal das bewusst nicht aussprechen. Jeder weiß, was ich meine, denke ich. Ich habe mal Videos auf einer Seite für Erwachsene gemacht. So, das war, mache ich mittlerweile immer noch, aber das ist was anderes. Fakt ist, das habe ich damals erst angefangen. Der Grund, warum ich das angefangen habe, ist, weil ich einmal den Fehler gemacht habe, dass ich ein paar freizügigere Videos und Bilder an jemanden geschickt habe, der das dann veröffentlicht hat. Mich persönlich stört das nicht. Hat es damals nicht, tut es heute nicht. Und der Grund, warum ich damals angefangen habe, da hier und da Videos hochzuladen, war, weil ich auf die Art und Weise zeigen wollte, dass es mich nicht interessiert. Dass im Prinzip deren Hater, schau mal, wie klein der ist. Oh, ein Schnitt? Da ging es wohl zu sehr ins Detail. Gut, dass das rausgenommen wurde. Aber mal zurück zum Thema. Du hast mit diesen PH-Videos angefangen, weil du dachtest, das bringt dir Kohlen und Reichweite. Weil du gemerkt hast, wie viele Leute auf diesen Leak angesprungen waren und du dann der Meinung warst, du wirst der neue Influencer-Gott mit mega Reichweite, der halt kein Problem mit seiner freien Sexualität hat und dafür gefeiert wird. Die Realität ist aber, dass sich alle darüber nur lustig gemacht haben, weil es halt nichts mit Erotik oder so zu tun hat und deine Vorstellungen so weltfremd sind, dass du dich damit einfach nur in die Nesseln gesetzt hast und dich lächerlich gemacht hast. Und bei mir war es dann das so, dass ich dann einfach auf die Art und Weise die Videos und Streams gemacht habe und einfach versucht habe, mein Leben hinzubekommen. Und nebenbei ein bisschen Kohle zu scheffeln, weil ich aufgrund der ganzen Hater-Aktionen ja lustigerweise einer der wenigen YouTuber bin, der nicht hergehen kann und irgendwelche Veröffentlichungen und so weiter. Also zuerst, was für Veröffentlichungen? Dann, klar, Kohle war das Hauptaugenmerk von dir mit diesen Videos, wie mit allem. Daher wundert es keinem, dass es auch nicht funktioniert hat. Mach doch mal Content, den deine Fans sehen wollen, nicht den Content, den du dir irgendwie zusammenspinnst. Dann würdest du auch was verdienen mit deinen Kanälen. Aber das passiert natürlich nicht, weil du nicht auf die Community eingehst. Du sagst ja ständig, das ist dein Kanal und es wird gemacht, was du möchtest. Dann brauchst du dich halt auch nicht wundern. Ich kann keine Videos machen, ich kann keine Streams machen, ich kann keine, jetzt momentan vor allem. Ja, wir reden doch gerade über die Zeit damals, als du die PH-Videos hochgeladen hast. Und da konntest du das alles machen. Und nun bist du wieder bei heute? Du kannst auch Videos machen, sieht man ja jetzt hier gerade. Also ist auch nicht richtig. Ich tue, was ich tun muss, um zu überleben. Ich tue, was ich tun muss, um Geld zu verdienen. Ich habe keine Lust, im Staat auf den Taschen zu liegen. Zum einen, weil ich keine Lust habe, dass den Hatern ihre Aussage, ja, er ist doch nur ein beschissener, fetter Arbeitsloser, der dann die ganze Zeit Hartz IV bekommt. Einmal, um das nicht wahrzumachen und einmal, um das nicht wahrzumachen, dass die ganze andere Scheiße da die ganze Zeit stimmt, was sie erzählen. Ach Mensch, Rainer, in all den Jahren nichts gelernt. Es geht immer nur um die Hater. Jede Handlung von dir bezieht sich nur auf die Hater. Du hast keinen anderen Content und wunderst dich, dass es nichts wird. Ja, ist schon traurig. Viele sagen jetzt so, oh ja, aber das ist doch moralisch verwerflich, wenn du sowas und sowas machst. Nee, warum denn? Warum denn? Ich verdiene mein Geld. Ich arbeite für mein Geld. Ich tue was für mein Geld. Auch wenn es vielleicht für andere nicht so aussieht. Und
Ganz ehrlich, mein Ruf ist sowieso ruiniert. Ja, wenn das deine Einstellung ist, wieso regst du dich dann darüber auf, dass andere YouTuber nichts mit dir machen wollen? Da hast du dann ja gerade die Erklärung dafür gegeben. Okay, kommen wir zum Hauptpunkt zurück. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe damals, war ein Riesenaufschrei im Internet, überall. Und normalerweise hat sich Gronkh aus solchen Aktionen immer rausgehalten. Bei mir hat er einen schönen dicken Seitenhieb gegeben. Und zwar in seinem Let's Play von The Forest zusammen mit Tominator. Er ist nämlich hergegangen und hat mit Tominator zusammen Let's Play Forest aufgenommen und sagt dann sowas wie, ja, wenn es dann immer läuft, mache ich Pornhub-Videos. Oder irgend sowas in die Richtung. Er hat auch wieder einen schönen Seitenhieb gegen mich gegeben. Und dazu musst du nun ein Video machen, Jahre später, weil dich das immer noch kränkt? Junge, das ist wirklich hart, wie sehr dich das triggert. Du hast doch gerade noch gesagt, du musstest das damals machen, weil du dem Staat nicht auf der Tasche liegen wolltest und kein Problem damit hattest. Und das wird dann kommentiert, im höchsten Maße neutral, indem einfach so ein Satz fällt wie, ja, wenn es nicht mehr läuft, mache ich PH-Videos. Was, wie du es nennst, ein Seitenhieb ist, aber in Wirklichkeit ein so minimaler kleiner Stich ist, dass wahrscheinlich ein Gronkh 2 Minuten, nachdem er das gesagt hat, das schon wieder vergessen hat. So wie wahrscheinlich alle, die das gesehen haben. Aber ich finde das einfach krass, wie du Jahre danach noch davon getriggert bist, dass andere wie Gronkh dich so minimal ansprechen und du das als extrem krassen Seitenhieb ansiehst. Und das ist eine Sache, die ich bei Gronkh nicht nachvollziehen kann. Und da ist es auch wieder so, er redet über mich, offensichtlich auch mit Tominator und anderen, wobei ich dazu gleich nochmal einen Satz sagen möchte, wie gesagt. Er redet mit anderen über mich, aber er redet nicht mit mir über mich oder über meine Situation. Wobei ich dazu noch sagen muss, zum Posterverkauf nochmal kurz zurück. Beim Posterverkauf war es so, dass ich, während ich in dieser Krise steckte, mit keinem Strom, monatelang, habe ich am Anfang dieser Aktion versucht, über Twitter durch andere YouTuber eventuell Hilfe zu bekommen, damit ich irgendwie in der Lage bin, das Ganze zu stemmen. Rainer, du lässt immer eine Sache aus deiner Gleichung raus, nämlich, dass du keinen Content hast und einfach schon immer unterirdische Videos gemacht hast. Du verkaufst es immer so, dass du eigentlich eine Art Gronkh 2.0 bist, von der Qualität und dem Charakter her, aber nur in dieser Situation bist wegen den Hatern. Vielleicht muss ich dir, Rainer, diese Träumerei einmal kaputt machen, denn das ist nicht so und das war auch nie so und glaub mir, das wird auch nie so sein. Du bist auch menschlich jemand, mit dem man ungerne zu tun haben möchte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, deine Qualität der Videos ist katastrophal. Dein Charakter ist ebenso katastrophal. Wieso sollte irgendjemand mit dir Videos zusammen machen wollen? Und das sind halt Punkte, die du nie einsiehst und es immer auf andere Punkte schiebst, wie die Hater machen mir alles kaputt. Und das ist halt absoluter Schwachsinn. Und hab dann mehrere Leute gleichzeitig angeschrieben. Es wirkte wie eine Spam-Nachricht, war aber an verschiedene Leute mit verschiedenen Namen, verschiedene Personen angerichtet. Es war eben eine Nachricht, die an mehrere Leute rausging. Und Gronkh hat damals herausgeschrieben, ja, ich hätte dir gerne geholfen, aber da du hier rumspammst, finde ich das schade. Ja, schau mal, du hast sogar eine Antwort von Gronkh bekommen, Rainer, der es einigermaßen nett formuliert hat und einfach abgelehnt hat. Mit einem Grund, der auch absolut nachvollziehbar ist. Wenn du 20 YouTuber anschreibst mit einer generischen Copy-Paste-Nachricht, dann ist es auch klar, dass die nichts mit dir machen wollen. Dass du das aber nicht einsiehst und meinst, so würde das halt laufen, ist einfach nur weltfremd. Sorry, aber ich bin in einer verzweifelten Lage, in einer verzweifelten Situation und ich bin ganz alleine. Eine Situation, in die du dich selbst gebracht hast. Und sind wir mal ehrlich, auch wenn Gronkh das so schreibt, wir wissen natürlich alle, warum kein YouTuber was mit Rainer machen möchte. Keine Konzepte, keine Qualität, den miesesten Ruf in YouTube Deutschland und Code Midas. Das sind die Punkte, die jeden abschrecken, was mit dir zusammen zu machen. Keine Freunde, keine Familie und niemanden sonst, der mir hilft. Und jetzt kommst du als riesiger YouTuber, den ich um Hilfe anflehe, der mit mir noch nie was zu tun hat, mit mir nicht mal ein Wort gewechselt hat. Und dann zu mir sagt, ja, wenn du hier so rumspammst, kann ich dir leider nicht helfen. Nochmal, nett von Gronkh, wie er dir geantwortet hat. Ich glaube, viele andere wären dann noch direkter gewesen und nicht so nett zu dir gewesen. Und das sagt mir der YouTuber, den ich immer dafür respektiert habe, dass er solche Sachen nicht macht. Warum ignorierst du es dann nicht einfach?
Man hört hier fast sein Herz brechen, weil sein Idol Gronkh ihn abgewiesen hat. Und dass er es nicht ignoriert, sondern dir antwortet, spricht halt für Gronkh. Denn er weiß, hätte er nicht reagiert, hättest du ihn weiter zugespammt. Warum hast du diese Nachricht damals nicht einfach ignoriert? Oder die Tatsache, dass ich auf Pornhub Videos mache? Oder die Tatsache, dass ich Poster verkauft habe in meinem Hof? Mal abgesehen davon, dass du die ganzen Hintergründe gar nicht kennst. Keiner von denen, mit denen ich hier zu tun hatte, kennt es. Ich habe keinen Kontakt gehabt zu Alplali, ich habe keinen Kontakt gehabt zu Unge und auch keinen zu Gronkh. Der Witz ist, wenn ich zu welchen Kontakt hatte, wie zum Beispiel zu Excel oder zu Tanzverbot, ist es genau nach hinten losgegangen, weil es genau der gleiche Schwachsinn war. Aber das ist dann wieder eine andere Hausnummer, das sind zwei ziemlich asse YouTuber. Schön, dass du auch wieder provozieren musst, aber das ist nach hinten losgegangen, weil du dabei involviert warst, Rainer. Und vielleicht wollte Gronkh ja auch nichts mit dir machen, weil er dich in die gleiche Kategorie gesetzt hat, die du gerade für Excel und Tanzverbot aufgemacht hast. Und das kann man mir sagen, was man will, auch wenn ein Tanzverbot sich verändert hat, er ist und bleibt ein Assi. Weil sein Verhalten einfach Assi ist. Ich habe mit ihm privat Kontakt gehabt, zumindest ein bisschen. Und ganz ehrlich, er hat sich kein Stück anders verhalten als in seinen Videos. Kein Stück. Fand ich ziemlich asozial. Vor allem wirft er, das habe ich schon mal erzählt, er hat mir vorgeworfen, dass ich nur auf dem seinem Server war, wenn ich irgendwas von ihm wollte. Dabei stimmte das gar nicht. Ich habe mit mehreren Leuten von seinem Discord damals aktiv gegamed. Und nicht nur bei ihm auf dem Discord, sondern auch bei mir auf dem Discord. Und was ist passiert? Er labert mich zu und bannt mich von seinem Discord, weil ich ihn die ganze Zeit wegen irgendwas nerve. Dabei stimmte das gar nicht. Ich war stundenlang mit dem einen da drinnen, da war auch ein Tanzverbot dabei und habe mit dem irgendwelche Spiele gegamed. Und dann kommt er zu mir und sagt, das geht doch. Dieses gekränkte Ego ist wirklich faszinierend. Das kann man sich wirklich fast ohne Kommentar geben, so gut ist das. Kommen wir zu Alplali. Nicht nur, dass Alplali mein Logo geklaut hat, was er in einem Video verwendet hat, wo er dann so gemacht hat, ich habe ein Tattoo von Drachenlord. Drachenlord-Fan, so irgendwie so geschossen. Und er hat es sarkastisch gemacht. Das war auch halt nicht gegen mich. Das war nicht irgendwie so, oh ja, ich bin Drachenlord-Fan. Mhm. Nee, das war auch sarkastisch. Sorry. Und dann hat er auch diesen Schwachsinn, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dann hat er diesen Schwachsinn gebracht, wie, ja, hast du mit denen einfach eine Bratwurst gegessen. Wir haben es ja schon gesagt, dein Verhalten gegenüber den Hatern ist das, was es auch immer weiter befeuert hat. Du hättest es ganz locker deeskalieren können, aber dafür fehlt dir halt scheinbar die Reife, um mit solchen Situationen umzugehen wie ein Erwachsener. Er hat doch überhaupt keine Ahnung. Er hat auch keine Ahnung, er hat nie mit mir über solche Sachen gesprochen. Nein, im Gegenteil, er hat einfach über mich gesprochen, nicht mit mir. Verstehe ich nicht. Wie kann man so ein Verhalten an den Tag legen? Das Geilste war ja damals auch die Aussage, dass ich gesagt habe, dass ich nach Köln gehe und ich habe dann einfach einen Witz gerissen als Discord. Ich habe in meinem Twitter damals einfach nur einen Witz gerissen. So, oh ja, jetzt gehe ich nach Köln und Alplali haut ab. Ich hatte überhaupt nicht vor, ihn zu nerven, zu ihm zu fahren oder sonst was. Abgesehen davon, dass ich gar nicht wusste, wo er wohnt. Dann wurden ihm Informationen mitgeteilt, weil ich in Köln ein bisschen in der Innenstadt unterwegs war und mit Leuten da mich getroffen habe, beziehungsweise da Fans oder Zuschauer oder Hater unterwegs waren. Und dann kommen so Leute zu mir und filmen das und posten das und sagen, ja, Drachenlord auf der Suche nach Alplali. Mal abgesehen von dieser unglaublich nichtigen Situation, die er da gerade beschreibt, die jeden egal wäre, schaut euch bitte mal seine Gesichtsausdrücke an die ganze Zeit. Macht er das, weil er meint, er könne so seinen eigentlichen nichtigen Punkte irgendwie aufwerten, als wenn das große Geschehnisse gewesen wären? Warum sollte ich Alplali mitten in der Nacht, mitten in der Innenstadt von Köln suchen? Zumal ich ja auch wusste, dass er nicht da ist. So ein Schwachsinn. Und dann wurde auch noch gesagt, ja, Alplali ist jetzt nach Japan ausgewandert oder abgehauen, weil er Angst vor Drachenlord hatte. Ich raff das nicht. Warum macht man solche Sachen? Aber das ist wieder, wie gesagt, einer der Punkte, alle reden über mich, aber keiner redet mit mir. Ich meine, er ist nun seit so vielen Jahren auf YouTube und er hat wirklich nichts begriffen. Irgendwie schon echt traurig, dass er da so dermaßen lernresistent ist. Ich möchte noch was zu Tobi Nathos sagen und dann würde ich mit dem Video auch aufhören.
Das war nun alles zu Iblali? Ja, das war ja mal ein richtig großer Diss, Rainer. Krass. Dominator war einer der YouTuber, mit denen ich mal geredet habe. Ich kann ihn schlecht einschätzen. Ich habe das nie veröffentlicht gehabt, lange Zeit nicht veröffentlicht gehabt. Aber damals war es so, dass wir uns unterhalten hatten, ganz normal. Wir haben uns über verschiedene Themen unterhalten, über verschiedene Videos und Streams, hat mir hier und da ein bisschen was gesagt, was man vielleicht ein bisschen machen kann, ein bisschen verbessern könnte. Ich weiß auch bis heute nicht, was der Sinn dieses Gesprächs war. Wobei ich vor kurzem überlegt habe, ob es vielleicht daran lag. Ja, komm. Nun baust du hier aber was auf, dann hau mal raus. Das muss dann aber auch eine krasse Story werden, wenn du so drauf hinarbeitest. Das Gespräch ging ungefähr 1,5-2 Stunden. Ungefähr. Und ich habe überlegt, ob er, weil danach kamen nämlich unter anderem die Seitenhiebe von Gronkh. Ich habe ernsthaft überlegt, ob es damals vielleicht so war, dass er Aufnahmen davon gemacht hat, gegen mein Wissen oder ohne mein Wissen, und diese Aufnahmen vielleicht Gronkh vorgespielt hat. Und jetzt noch die Mondverschwörung und die flache Erde einbauen, Rainer. Dann bist du was ganz Heißem auf der Spur. Wir hatten nämlich zwischendurch auch mal das Thema Gronkh, als wir uns unterhalten haben. Weil er ist jetzt zusammen mit Gronkh, Dominator, Gronkh, Iblali, Dominator, Gronkh, Pandoria und Currywurst haben wir zusammen ihre komische Gaming-Crew gehabt, wo sie zu viert Videos gemacht haben. Unter anderem auch Dead by Daylight, wo es übrigens auch Seitenhiebe gegen mich gab und auch nicht zu knapp in mehreren Folgen. Wobei ich sagen muss, ich fand die Folgen damals eigentlich echt geil. Abgesehen von den Seitenhieben, natürlich gegen mich. Und zu dem Zeitpunkt, wo die das damals aufgenommen haben, haben wir uns auch unterhalten. Und ich glaube bis heute, dass Dominator das vielleicht wirklich so gemacht hat, dass er das aufgenommen hat und ihm aber nur Sachen vorgespielt hat, wo wir über Gronkh gesprochen haben. Und auch nur einen Teil davon. Weil ich habe nämlich damals zu Gronkh, und darauf möchte ich jetzt aufbauen, ich habe damals nämlich zu Dominator gesagt, ich würde mich gerne auch einfach mal mit Gronkh unterhalten, einfach auch mal neben Internet. Könnt ihr euch vorstellen, dass Rainer einen Psychologen gesprochen hat und er meinte, er solle mal versuchen, diese Probleme, die er von damals noch mit sich rumschleppt, aufzuarbeiten? Und das macht er nun mit diesem Video? Also ich gehe schon gar nicht mehr groß auf den Inhalt ein, weil das alles so schwachsinnig hoch 3 ist. Aber ich frage mich halt, wie er gerade jetzt wieder auf diese alten Themen kommt. Sprich, nicht öffentlich, nicht online. Ich habe nie Audioaufnahmen von mir und Dominator veröffentlicht. Und ich habe nie irgendwas gemacht, was in die Richtung war. Ich habe auch lange gar nicht gesagt. Ich habe bestimmt 1,5 Jahre für mich behalten, dass wir überhaupt gesprochen hatten. Und ich habe das irgendwann auch nur deswegen gesagt, weil immer wieder und immer wieder und immer wieder neues Zeug kam, was gegen mich geschossen wurde, von ihm und von Gronkh. Und irgendwann habe ich es dann erwähnt. Aber ich habe es bestimmt 1,5 Jahre, 2 Jahre für mich behalten. Bei Dominator und Gronkh war es damals unter anderem auch so, dass ich bei Dominator mit dem Gespräch, das habe ich auch irgendwann schon mal erwähnt, glaube ich, ich hatte bei Dominator ein komisches Gefühl, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Und habe immer das Gefühl gehabt, der versucht mich in eine gewisse Richtung zu drücken mit dem Gespräch. Verstärkt mittlerweile meinen Gedanken daran, dass er vielleicht die Sachen, die er veröffentlicht hat, die Sachen, die er vielleicht Gronkh vorgespielt hat, zusätzlich irgendwie mit einem bestimmten Muster haben wollte. Ich weiß es nicht. So, und jetzt möchte ich das nochmal hier ansprechen. Oh Leute, was kommt jetzt? Mit Durchschnaufen vor dem großen Reveal. Jetzt bin ich aber gespannt, Rainer, enttäusch uns nicht. Ich habe das schon oft versucht. Und immer wieder habe ich es gemacht. Und dieser Aufruf oder es soll kein Aufruf sein, das ist falsch. Es soll kein Aufruf sein, es soll eine Aussage werden. Wer der Aussage nachkommt oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Das gilt an die Journalisten, das gilt an die YouTuber, an die ich genannt habe, an die ich nicht genannt habe. Weil es gibt da zum Beispiel noch Tanzverbot und Excel und Herr Newstime und etliche andere. Ich möchte an der Stelle hier sagen,
Hört auf, über mich zu reden. Ja? Ach, Rainer, ich dachte, nun kommt was Interessantes. Alle sollen aufhören, über dich zu reden, aber du machst weiterhin Videos und stellst dein Leben in die Öffentlichkeit. So funktioniert das nicht, Rainer. Damit die Leute aufhören, über dich zu reden, musst du aus der Öffentlichkeit verschwinden. Jede Person in der Öffentlichkeit, so wie du, muss damit klarkommen, dass über sie gesprochen wird. Und mal nebenbei, in dem Video, wo du das mit der Klapse besprochen hast, was ja am gleichen Tag aufgenommen worden ist wie dieses Video hier, hast du dann noch gesagt, alle Journalisten können das auch gerne aufnehmen und darüber in Zeitungen berichten. Jetzt sagst du hier, alle Journalisten sollen aufhören, über dich zu sprechen. Einmal hü, einmal hot. Es ändert sich halt nichts bei Rainer. Wenn ihr mal mit mir redet und dann irgendwas daraus wiedergebt, von mir würde dann nichts wiederkommen, weil ich das nicht veröffentlichen würde, weil es geht mir bei so einer Aktion nicht darum, irgendwie Reichweite zu generieren oder Ruhm oder Ehre oder so einen Schwachsinn zu bekommen. Mir geht es darum, mein Leben zu führen. Und genau das ist der Punkt. Ich habe kein Interesse daran, dass Alblali oder Unge oder irgendjemand anderes über mich redet. Aber wenn ihr unbedingt über mich reden müsst, was ja offensichtlich ja für euch auch wie ein Zwang ist, ja, bei Alblali zum Beispiel war es damals definitiv ein Zwang. Wir momentan, ich habe kein Unge mehr im Blick, ich habe kein Gronkh mehr im Blick, ich habe auch kein Alblali mehr im Blick. Ich habe das mit Unge ja auch nur hier, ne, wegen diesem Post. Rainer, nun lass dich doch nicht wieder ablenken. Du bist schon wieder ganz woanders. Du wolltest dein Statement noch zu Ende bringen. Na, wegen diesem Post hier habe ich das ja auch bloß von Unge. Hört halt einfach auf, über mich immer zu reden. So, wenn euch irgendwas nicht passt, dann redet halt mal mit mir, anstatt immer über mich. Ich bin in einem Netzwerk, ich habe verschiedene Funktionen, ich habe verschiedene Möglichkeiten, ich habe genug Möglichkeiten, wie man mich kontaktieren kann. Von einer E-Mail-Adresse in meinem YouTube-Kanal über verschiedene Webseiten und Plattformen. Und ganz ehrlich, ihr wollt mir doch nicht erklären, dass ein Gronkh oder ein Alblali oder auch ein Unge keine Möglichkeit haben, in privaten Kontakt mit mir zu treten. Nochmal, Rainer. Jeder, der sich in den vergangenen Jahren darum bemüht hat, dir Ratschläge zu geben und dir zu helfen, hat dir gesagt, du musst was verändern. Das wolltest du aber nicht hören und bist ausfällig geworden. Wieso sollte dann jetzt noch irgendjemand versuchen, mit dir zu reden, wenn du dich jahrelang verhältst, wie du dich halt verhalten hast? Das kann nicht sein, dass es so eine Möglichkeit nicht gibt. Ich habe keine Möglichkeiten. Weil ich keine Möglichkeiten bekomme. Ich habe kein vernünftiges Management. Ich habe jetzt ein Netzwerk, aber auch das bringt mir nichts. Nicht in der Hinsicht zumindest. Was genau erwartet ihr von mir? Ja? Ihr labert über mich, aber ich kann nicht auf euch zugehen. Ihr redet schlecht über mich vor allem. Und was soll ich machen? Dumm dastehen und dumm grinsen und so, hast du recht, hast du recht. Wie wäre es mit Sachlichkeit reagieren? Ist ein neuer Ansatz, ich weiß, aber vielleicht ist das ja was. Ich sag euch was. Ich bin keiner eurer hirnlosen Zuschauer. Nie gewesen. Damals nicht und heute nicht. Und nun gibt's nochmal eine Beleidigung dazu. Ja, Rainer, so machst du die Situation bestimmt besser für alle Beteiligten. Ich habe weder einen Unge noch einen Gronkh noch einen Alblali je bewundert. Ich hatte Respekt vor dem einen oder anderen. Einfach nur gelogen. Das ist dieses Typische von Rainer, dass er keine Fehler zugeben will oder Schwäche eingestehen kann. Kennen wir ja zu Genüge. Aber dieser Respekt ist in dem Moment erloschen, in dem ihr angefangen habt, schlecht über mich zu reden, ohne mich zu kennen. Wie ich in meinem Video-Statement heute sage. Jeder über mich, aber niemand mit mir. Also, ein letztes Mal die Aufforderung. Entweder... Und glaubt mir, das wäre das Liebste auf der Welt für mich. Hört ihr auf, über mich zu reden. Und zwar in welcher Form auch immer. Ein Alblali, ein Gronkh und jeder andere YouTuber kann sich sicher sein, dass ich mit euch arroganten Arschlöchern, und ja, so nenne ich euch, nichts zu tun haben will.
Oh Mann, es hätte ja wirklich noch so ein einigermaßen, und das einigermaßen ist ganz, ganz, ganz klein geschrieben, sachliches Video bezüglich seiner Situation werden können, um anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, die Rainer nicht so gut kennen, aber spätestens jetzt hast du es wieder komplett versaut, Rainer. Genau wie bei deinem Ansagevideo an die Politik, wo du dann am Schluss auch noch die Beleidigung rausgehauen hast, hast du jetzt hier auch wieder alles kaputt gemacht, was du vorher gesagt hast. Du lernst es einfach nicht mehr. Wenn ihr allerdings mal auf mich zukommen wollt und euch vernünftig mit mir unterhalten, wie Erwachsene das tun und nicht wie Kleinkinder, und ja, ich habe auch genug Scheiße gebaut früher, dann seid ihr mir von mir aus willkommen. Ich kann euch den Respekt erweisen, den ihr mir verwehrt. Und hier nochmal eine kleine Richtigstellung, weil Rainer seine Goldmedaille im Zurückrudern unter Beweis stellen muss. Aber Respekt muss man sich verdienen. Und hier sehen wir nun wieder den richtigen Rainer, der das sagt, was er denkt. Gronkh hatte ihn sich früher verdient, um mal ein Beispiel zu nennen. Er hat nie auf irgendwelche Hater reagiert. Ich mochte Gronkh anfangs gar nicht. Nie. Ich habe keine Videos geschaut von ihm. Ich habe keine Sachen verfolgt. Nichts. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, der macht überhaupt keinen Scheiß. Der erzählt nicht über den oder den YouTuber. Ich kenne noch einen anderen YouTuber, der auch unter anderem mit Gronkh zu tun hat. Nee. Natürlich ging es nur darum, dass Gronkh ein Mensch ist, der nie über andere redet. Daher hat Rainer ihn abonniert und geschaut. Nicht, weil er sich Ideen klauen wollte und mit Geschleime und Betteln um Kooperation seine eigene Reichweite erhöhen wollte. Natürlich nicht. Oder hatte. Und der macht das auch nicht. Und vor diesen Menschen habe ich Respekt. Der hat nicht viele Abonnenten, aber er hat welche. Und vor ihm habe ich Respekt, weil er zieht sein Ding durch, aber er geht nicht ständig auf irgendwelche Leute ein, die irgendeinen Blödsinn machen. Er sagt vielleicht mal einen Satz dazu, so seine Meinung, aber das war es dann auch schon. Und vor allem Gronkh hat meinen Respekt verloren, als er angefangen hat, sowas über mich zu machen. Weil er war der Typ, von dem ich sowas nie mitbekommen habe und von dem ich das auch nie erwartet habe. Alblali kommt mit dem blödsinnigsten Spruch von allen an, indem er sagt, der hat eine Bratwurst mitgegessen. Ausgerechnet er sagt diesen Satz. Und Unge? Naja, er hat damals einen Post gemacht, Metal-Leute, hat geheadbanged und hat M-E-D-D-E-L oder L-E hingeschrieben. Wo ich mir auch denke, so, Junge, Alter, ganz ehrlich, verarscht jetzt auch meine Rechtschreibung. Ja, dabei habe ich noch nie Metal falsch geschrieben. Ich muss das nochmal sagen. Ich finde das echt erstaunlich, dass Rainer sich nicht merken kann, was für ein Wochentag gerade ist oder was er in seinem Video vor kurzer Zeit gesagt hat, dass er zum Beispiel nach Madeira gehen will, aber er erinnert sich an Sachen vor zig Jahren, wer da mit welchem Schriftzug ihn wie beleidigt haben soll. Das ist schon interessant, wo da Rainers Prioritäten im Kopf liegen. Und das heißt M-E-T-A-L, gibt es sogar einen Song von auch Franken, ja? Das sind auch Franken und zwar sind die aus Erlangen. Das ist die Band JBO und da heißt der Song auch M-E-T-A-L. Und das ist eine fränkische Band, Leute. Also ganz im Ernst, ne? Ja, soll man dazu noch was sagen, dass er es einfach nicht versteht, warum alle Metal sagen und es auch so schreiben mit DD? Ja, ich lasse es mal. Hört auf, über mich zu reden. Ja, das wäre mir, wenn ihr nicht bereit seid, mit mir zu reden. Das gilt für Alblali Gronkh, für Unge, für Tanzverbot, für Excel, für alle. Für alle. Das gilt für alle. Für jeden einzelnen YouTuber. Für die Genannten und für die Ungenannten. Hört auf, über mich zu reden, wenn ihr nicht mit mir redet. Ich rede nicht über euch, wenn ich nicht mit euch rede. Was tust du denn gerade hier, Rainer? Und das hast du auch seit Jahren immer wieder gemacht. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht an euch rankomme. Aber ich habe mit Tanzverbot geredet und auch mit Excel. Und über die rede ich auch. Es sind beides totale Noobs. Aber gut. Gerade sagst du, Excel und Tanzverbot sollen aufhören, über dich zu reden, aber du darfst über sie reden, weil du schon mit ihnen gesprochen hast? Was ist das denn für eine Logik, Rainer? Fällt dir das nicht selber auf, was du da erzählst? Man muss vielleicht nicht unbedingt, und damit beleidige ich mich auch selbst, man muss vielleicht nicht unbedingt was drauf haben, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Muss man nicht. Und wie gesagt, ich beleidige mich damit selbst, aber ich weiß, dass ich nichts drauf habe. Aber ich habe immer noch mehr drauf, als jemand, der sowas nötig hat.
Ein ganz klares Nein. Weil ich das nie nötig hatte. Also, falls ihr irgendwann in der Lage seid, über euren Schatten zu springen, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden und wir können uns gerne mal unterhalten. Gerne privat, muss nicht öffentlich sein. Das möchte ich hier mal ganz groß übrigens in Anführungszeichen setzen. Privatgespräch. Ich werde von so einem Gespräch nichts veröffentlichen. Gronkh, Iblali oder Tanzverbot oder andere YouTuber, ihr könnt euch gerne privat an mich wenden, über meine E-Mail oder über mein Netzwerk oder über andere Möglichkeiten. Ihr könnt euch gerne an mich wenden und ihr könnt euch gerne mit mir unterhalten. Und dann können wir liebend gerne von mir aus stundenlang darüber diskutieren. Rainer, nochmal die Frage, warum sollte das irgendjemand machen? Schau mal, wenn ich ein Labervideo machen würde, ja, übers Gefängnis zum Beispiel, und ich dann mal erwähne, dass Boris Becker ja auch im Knast ist im Moment. Meinst du dann, Boris Becker würde auf die Idee kommen und sagen, der hat ja über mich gesprochen, wieso redet er nicht erstmal mit mir, bevor er meinen Namen in den Mund nimmt? Du, Rainer, und ich muss dir das wohl leider mal echt ganz klar sagen, bist für einen Gronkh eine so kleine Randnotiz. Er erwähnt irgendwann mal deinen Namen oder erzählt was vom Posterverkauf, wo er deinen Namen noch nicht mehr erwähnt oder so, und das ist nach einer Minute wieder aus seinem Kopf raus. Wieso sollte er sich da mit dir in Verbindung setzen und mit dir reden wollen? Du machst dich da viel zu groß, Rainer, aber das ist ja das Problem, was es seit langem gibt. Gerne über Discord, über Teamspeak, worüber auch immer. Gerne auch in der Gruppe. Aber ihr labert über mich, geht gar nicht. Wenn ihr unbedingt über mich reden wollt, dann solltet ihr vielleicht über mich, solltet ihr vielleicht vorher mit mir reden. Es werden Sachen über meine Freundin erzählt, die überhaupt nicht stimmen, weil keiner eine Ahnung hat. Es werden Sachen über mich behauptet, ich wohne in Dortmund. Stimmt nicht, hat auch nie gestimmt. Gut, damit sind wir fertig mit dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, hört auf, über andere zu reden. Das gilt für jeden. Nicht nur für die YouTuber, nicht nur für die Streamer, nicht nur für die Leute, die hier zuschauen. Redet miteinander, nicht übereinander. So beendet man Mobbing. Ciao. Nee, Rainer. Mit diesem Video hast du dir keinen Gefallen getan. Mal nebenbei, sitzt er da wieder auf der Zahncouch, dass das so quietscht? Das wäre schon mal ein cooler Twist, wenn die jetzt auch in seiner neuen Wohnung stehen würde. Zum Video kann man halt eigentlich nur noch sagen, dass Rainer wirklich in seiner Fantasiewelt lebt und seinen Stellenwert bei Leuten wie Gronkh einfach viel zu hoch einschätzt. Aber nun gut, lassen wir Rainer mal in seinem Wunderland leben und lassen wir ihm den Gedanken, dass er nun alle YouTuber erreicht hat, die ihn alle ansprechen werden, jetzt mit ihm reden werden und er dann die Kurve bekommt, ein großer YouTuber zu werden und mit den anderen großen YouTubern in Zukunft zusammenarbeiten wird. Die Chancen stehen zwar bei maximal 0%, aber wir lassen ihm mal den Gedanken, wenn er dadurch vielleicht besser schlafen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und Mädel auf, meine Freunde!